Würdet ihr eher beim Dschungelcamp oder bei Bachelorette mitmachen? Boah. Dschungelcamp. Ganz klar. Dschungelcamp. Ich bin auch Dschungelcamp-Typ. Ich würde dann einfach so Kakerlaken fressen und so einen Scheiß. Ihr würdet das auch einfach so machen, oder? Ja. Dschungelcamp. Nee. Dschungelcamp oder Bachelorette? Dschungelcamp. Dschungelcamp, ganz klar. Ja, echt? Ja, ihr seid komplett wahnsinnig. Bachelorette, dann musst du da... Du musst knutschen. Nein, eben nicht. Ey, hallo, du kannst nicht... Nein. Ich würd extra... Knutschen, pupsen. Was hast du für Dates? Ich hatte diese Gedanke. Da hab ich keinen Bock, da muss ich knutschen und so. Knutschen, licken, knutschen. Händchen halten. Hähnchen. Du musst mal so ein Hähnchen zwischen uns. Ey Mädchen, sollen wir Hähnchen halten? Jetzt aber sei mal ehrlich, ist das nicht peinlicher als Dschungelcamp? Wie? Ey, bei Dschungelcamp sieht man dich pissen. Bei Dschungelcamp musst du einfach das Schlimmste vom Schlimmsten essen. Bei Bachelorette ziehe ich mich extra, mache ich mich extra hässlich und nach einer Folge bin ich weg. Ich erkläre dir das. Dschungelcamp sind Menschen in finanzieller Not, die brauchen Geld. Ich kann mich mit denen identifizieren. Ich habe nichts mit Bachelorette. Warum soll ich da mit diesen Und ich kann mich mit Hässlichen identifizieren, die nach der ersten Runde rausgewählt werden. Ey, dann ist es für dich schnell vorbei. Aber die Aufgabe bei Bachelorette ist für mich schon zu mies, dass ich da überhaupt mitmachen würde. Warum? Es ist ekelhafter. Ich hab's ehrlich gesagt nie gesehen. Warum? Weil die Aufgabe ist ja wie Bachelor. Also die Aufgabe ist ja dann... Ja, Bachelor ist, die treffen sich und dann knutschen. Knutschen. Du musst nicht knutschen. Du musst ja, aber nicht was machst du sonst? Aber wofür gibt der RTL Geld? Einfach ein Date oder... Date, Unterhaltung. Unterhalten. Nur unterhalten. Ja, aber das quatschen und das war's. Und ey, lieber sollen die Leute sehen, wie ich scheiße, als wie ich date. Ja. Genau so. Wo ist der Unterschied? Nein, Mann, das ist das Schlimmste. Je nachdem, wenn es Kendrick ist. Und danach Hoden essen und danach liegst du da in so einem Sarg und danach kippen die Spinnen drüber und dann... Er braucht Geld. Das ist besser als zu sagen, hallo, was machst du, jo? Was arbeitest du? Ja, ganz klar. Ja, das ist ganz lieber Hoden essen statt Smalltalk. Hab ich schon. Dieses Balzverhalten ist das Schlimmste, was es gibt, Alter. Ja. Guck mal, bei Dschungelcamp kannst du trotzdem noch richtig real sein. Ja. Hast du noch nie Lammhoden gegessen? Kannst authentisch essen. Ja. Hast du Lammhoden schon mal gegessen? Nee. Was ist real daran? Kannst du real sein einfach. Aber du kannst auch beim Daten real sein. Ah, keiner ist beim Daten real. Niemand ist beim Daten real. Alter. Ach so, aber beim Hodenfressen bist du real auf einmal. Ja, du kannst sagen, dass dir das nicht schmeckt, das ist scheiße. Hoden wird auf jeden Fall nicht sauer auf dich sein. Ah, okay, was ist, wenn dir Hoden schmecken, aber du bist zu beschämt, zu sagen, es schmeckt gut? Nee, keep it real, Alter. Keep it real. Fleisch. Das sind die besten Hoden, die ich je gefunden habe. Außerdem, Thema Essen. Die Leute essen doch sowieso alles auf der Welt. Überleg mal, jedes Land ist in Schweden, die essen irgendwie Köpfe von Rindern an und so einen Scheiß. Wenn das richtig ist. Irgendeiner von denen ist das. Was? Irgendeiner dieser weißen Leute ist ein Rinderköpfe. Hab ich irgendwo mal gesehen. Aber das ist so überall auf der Welt, essen die unterschiedlichste. Alles biologisch abbaubar. Ja, okay. Ihr würdet Hühnerköpfe essen, ihr würdet Kakerlaken essen, ihr würdet all diese Sachen essen, lieber als zu sagen, ey, hallo, wie geht's und was machst du so, was ist dein Job? Ist das wirklich alles? Ja. Nur so ein Flirt? Ja. Das war's. Also wenn es nur der Flirt ist, würde ich das machen. Ja, there you go. Jetzt ist er in meinem Team. Ja. Was ist los, ihr Hodenesser? Ich glaube nicht, dass du das machen willst, Benessa. Du bist nicht der Typ dafür. Die setzen das doch so ab, dass das peinlich aussieht. Weißt du, das meine ich jetzt. Das wird so intim. Das ist so intim. Du musst aber... Vor diesem Peinlichkeitsfaktor habe ich Angst. Ah, okay, das ist dann besser, dann... Lieber Ekligkeit als Peinlichkeit. Leute sehen euch, wie ihr pinkelt, weil da 30 Kameras sind. Jeder pinkelt, Alter. Jeder pinkelt. Also, ob die Leute aber jeder flirtet nicht? Hä? Doch, aber jeder flirtet anders so. Oh, aber jeder pinkelt anders. Jeder hat eine unterschiedliche Emotion, Alter. Pinkeln ist ohne Emotion. Ist einfach pinkeln. Und das andere ist so, gefakte Emotionen, weil... Das sind so Sachen, die sind... Keep it real! Du kannst es nicht keep it real machen. Wenn du keep it real machen würdest, würdest du hingehen und sagen, die geben mir Geld, ich brauche das, die Miete muss überwiesen werden, ich habe kein Interesse an dir, du bist ekelhaft. Richtig, sag das! Hammer! Ey, hundertprozentig, aber ich verstehe das. Die Aufgabe ist ja weiterzukommen. Ja, die Sache ist an sich wäre diese Bachelorette und so weiter, ich wurde ja auch mal so gefragt... Bei einem Auftritt. Stopp. Wait a minute. Ich wurde mal gefragt, als ich einen Stand-up-Comedy-Auftritt hatte, haben mich danach Produzentinnen angesprochen von Take Me Out.
Kennst du dieses Take Me Out? 24. Ganz genau. Du auch? Weißt du, und danach war das so, wo ich einfach direkt, ich wollte nicht unhöflich sein und dann direkt sagen, ey, zur Hölle mit dieser Sendung. Aber das war mein Feeling. Ich glaube, ich stehe dann da so, weil die können dich wegbuzzern. Ja. Ne? Du kennst das, ne? Die können du dich alle. Wirkst wie ein Hurensohn, ja. Zick, der Nächste, weg mit dem Frau. Ey, du bist entwürdigend, Alter. Du stehst wie der Bastard. Wer will mich schämen? Was ich und die buzzern dich alle das weg. Ist wirklich, das ist das Schlimmste. Ja, aber dann doch lieber Hoden fressen. Alter. Nein! Natürlich! Hoden kannst du wie ein Mann fressen. Weil ich muss weder Hoden fressen noch diese Kacke machen. Viel ekelhafter an Dschungelcamp. Also diese Sachen essen sind gar nicht so schlimm. Sondern? Die anderen Leute, mit denen du da drin bist. Ja. Dass du nachher in der Öffentlichkeit dich streitest oder sowas. Weil das ist genauso wie in der Öffentlichkeit flirten. Das ist Teil vom Dschungelcamp. Ja. Hast du Bock drauf? Nee, eigentlich nicht. Ich würde die alle nicht ernst nehmen. Also keiner würde mich aus der Reserve locken können da. Sicher? Ganz sicher. Stell dir vor, einer von diesen Leuten verkackt die Prüfung und du kriegst nichts zu essen. Ja, und? Dann geh ich jagen. Bei der nächsten Challenge werden Hoden gegessen, ja. Einfach. Oder ich gehe mit dem in so kamerafreie Zone und sage, was soll das? Mal gucken, wie deine Hoden schmecken.